Ich glaube, heute habe ich einen Vogel. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video der Neckarbotschers. Letztes Jahr habe ich nach seit langer Zeit wieder Warhammer 40.000 angefangen und am Anfang habe ich mir ein paar Modelle der Death Guard gekauft. Die habe ich dann auch ein bisschen ausprobiert und die gefallen mir leider nicht so gut. Dann habe ich mir die Death Guard gegen Primaris Space Marines getauscht und back to the roots spiele ich jetzt wieder Black Templars. Das war meine allererste Tabletop-Armee und Ende letztes Jahr habe ich mir zu Weihnachten diesen Bausatz gekauft beim Händler meines Vertrauens, Dartrolls Kingdom, falls euch das interessiert. Und ja, ich habe mir das Modell gekauft und will das euch natürlich auch ein bisschen zeigen, wie das Modell aussieht, wie die Einzelteile so sind, die Optionen, was wir da drin haben und was die Aufgabe dieses Modells ist. Ja, so, haben wir hier den Stormraven, das Stormraven Gunship. Und das ist eigentlich eine Mischung aus Transporter und Feuerunterstützer, ja. Man kann hier, das Stormraven Gunship kann bis zu 12 normale Space Marines transportieren oder 6 Terminatoren oder ich glaube 3 von diesen Centurion Devastoren. Und zusätzlich kann es hier hinten noch einen Cybot transportieren. Also 12 Marines und ein Cybot ist schon eine ordentliche Ansage. Und zusätzlich hat es auch noch ein ordentliches Waffenarsenal. Aber das sehen wir gleich, wenn wir die Box aufmachen. In meiner Liste verwende ich das Stormraven Gunship als Transporteur für einen 12er Nahkampftrupp. Also ich setze bei den Black Templars einen Champion des Imperators und den Großmarschall Helbrecht ein. Und die beiden werden unterstützt von einem 10er Trupp Crusaders, die Nahkampfwaffen und Boltpistolen haben. Und diese Einheit wird in diesem Stormraven nach vorne transportiert. Und zusätzlich ist mein Stormraven Gunship mit schweren Waffen ausgerüstet, weil meine restliche Armee eher auf hoher Feuerrate ausgerüstet ist. Und mein Gunship ist dann mehr oder weniger der Panzerknacker am Ende. Das heißt, fährt vor, lädt dann die Ladung ab, lädt den Cybot und die Nahkampftruppen ab und gibt dann Feuerunterstützung. So, lass uns mal in die Box reinschauen, was wir hier drin haben. Ich habe hier oben auch eine Kamera, dass ihr auch mal reingucken könnt. Legen wir mal das weg. So, jetzt haben wir hier eine schöne Anleitung. So, und dann fallen uns auf so klare Einzelteile. Hier schön hinlegen. Und dann haben wir 1, 2, 3, also, und 4 Gussrahmen, dann für unsere schönen Ultramarines, schöne Abziehbildchen, natürlich immer nur für die schönen Ultramarines, und die schöne Fliegerface, die ovale. Räumen wir das mal weg. So, der erste Gussrahmen besteht aus Rumpfteilen und Flügeln. Ja, da haben wir hier das Cockpit und hier oben kommt dieser Turm drauf mit dem Servitor und unten kommt der Pilot rein. Wir haben hier ein paar Flügel, die Heckflügel und ein paar Seitenteile. Nichts so Spannendes im ersten Gussrahmen. Kommen wir im zweiten Gussrahmen schon zu Waffenoptionen. Ja, dann fangen wir mal an mit, hier sind die zwei der Turmwaffen. Einmal gibt es Laserkanonen und Sturmkanonen. Und zusätzlich gibt es dann noch eine Plasmakanone, aber die ist in einem anderen Gussrahmen. Dann haben wir hier die Hurricane Bolter Systeme. Die kann man auch zusätzlich als Option dran machen. Hier ist der Pilot und Teil des Servitors, der oben im Turm sitzt und Einzelteile vom Turmloch. Dann haben wir hier die Turbinen, also die Landeturbinen und die normalen Schubturbinen. Und haben dann ja wieder Einzelteile hier, Landefüße und Türen.
Und im letzten Gussrahmen auch wieder da die Turbinen. Die Seitenteile mit den Türen auf der Seite, da kann man entweder die Türen auf die Seite machen oder man kann die Hurricane Bolter Systeme einsetzen. Dann gibt es hier noch schöne, ein bisschen näher ran, schöne Symbole für die Blood Angels und für die Grey Knights, falls man diese Armee spielt. Und in diesem Gussrahmen habe ich es noch vergessen, sind die Plasmakanonen, die auch für den Turm durchgehen. So, dann nehmen wir mal hier die Box. Hier sieht man hinten, gibt es oben verschiedene Turmbewaffnungen, die Laserkanone, die Sturmkanone und dann hier die Plasmakanone. Und dann hat man vorne zusätzliche Bewaffnungen, da kann man entweder zwei schwere Bolter, zwei Multimelter oder ein Raketensystem reinmachen. Und zusätzlich hat der Stormraven in den Flügen noch, ich glaube, die heißen Helios-Raketen, die er auch abfeuern kann. Ja. So, jetzt baue ich mal das Modell zusammen. Im Zeitraffer könnt ihr das dann mal sehen, wie ich das zusammenbaue und wie das dann bei mir aussieht. Ich rüste mein Modell aus mit einem Multimelter. Oder zwei Multimelter sind es dann. Dann zwei Laserkanonen. Das Hurricane Bolter System und die Helios Raketen an der Seite sind normalerweise sowieso immer dabei. Für den Zusammenbau verwende ich natürlich die üblichen Materialien. Einmal den Plastikkleber, ein Cuttermesser, Modellbaufeilen, ein Clipper und ein paar so Klemmen, um Teile zusammenzuhalten.
So, nach einer Stunde und 30 Minuten ist das Modell jetzt zusammengebaut. Ihr werdet einiges gesehen haben, was ich vielleicht ein bisschen anders als in der Anleitung gebaut habe. Zum Beispiel habe ich den Techmarine und den Servito nicht reingebaut, weil das gefällt mir nicht, diese Modelle da drin. Ich werde das alles bemalen in einem schönen Grün oder Blau, ich weiß noch nicht, in welche diese Luken. Dann habe ich auch noch nicht die Bolter aufgebaut, das muss ich auch noch nachträglich machen und die Multimelter vorne. Und ich weiß nicht, ob das euch auch schon aufgefallen ist, aber Games Workshop, oft halbieren sie Waffen. Also das habe ich jetzt bei den Laserkanonen gemerkt. Warum? Es ist so schrecklich, sieht auch so schrecklich aus, diese Gussgrate oben drauf an den Laserkanonen. Ich meine, die könnten sie theoretisch doch ganz gießen. Ich meine, bei den Boltern und bei den Multimeltern muss man doch auch die Läufe aufbohren, das kann man doch auch bei den Laserkanonen machen. Das hat mir nicht gefallen. Aber an sich Passgenauigkeit super gut. Alle Teile passen sehr gut zusammen. Ich meine, es ist zwar meiner Meinung nach ein Bausatz für Fortgeschrittene. Es passt alles sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr gut. Man muss nur ein bisschen nacharbeiten, wenn der Kleb trocken ist. Ein bisschen. Das Modell ist sehr, sehr schön. Ich habe jetzt hier Multimelder vorne drin, habe oben zwei Laserkanonen, dann die zwei Hurricane Bolter, die kosten glaube ich nur 6 Punkte oder so, also pro Seite, was ziemlich cool ist, und in der neuen Edition kann ja jede Waffe auf eine andere Einheit feuern, deshalb habe ich die eingesetzt und es gibt auch nicht mehr den Nachteil, ich glaube in der alten Edition war es, wenn man die Hurricane Bolter verwendet hat, dann konnte man nicht zeitlich aussteigen, weil diese Luken hier ja dann zu sind und durch diese Hurricane Bolter. In der neuen Edition macht es ja sowieso keinen Unterschied mehr, weil die Modelle ja sowieso überall aussteigen können. Am Modell oder am Base, glaube ich, weiß nicht genau. Ich habe jetzt diese Landungsstützen hier, habe ich ausgefahren gebaut, dass man das Modell auch am Tisch stellen kann. Also gerade wenn die Modelle aussteigen, dass man das so darstellen kann. Ansonsten gibt es ja hier diese Flugbase. Das habe ich jetzt noch nicht so rangebaut. Das kommt dann hier, kann man hier unten schön dran stecken. So. Und dann fliegt das Modell über den Tisch. Also, gefällt mir sehr gut. Und der Preis, ja, kostet, glaube ich, so viel wie ein Land Trader. Ich glaube, 59 Euro oder 65 Euro. Ich glaube, eher 65 Euro. Und für die Größe des Modells und für den Umfang des Bausatzes finde ich das ganz okay. Klar, 65 Euro ist eine Ansage vom Preis her, aber so ein Modell braucht man nicht oft und ich finde es sehr cool und es sieht sehr schön auf dem Spielfeld aus. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch dieses Modell gefallen hat, dann gebt doch ein Gefällt mir. Und wenn ihr den Kanal NekaWatchers noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gern machen, wenn ihr mehrere Videos von mir sehen wollt. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das nächste Mal vielleicht auch mit Black Templars.